wenn wir davon überhaupt die Hälfte ausstrahlen können. Ich glaube, der hat mir auch gar nicht zugehört, aber ist ja egal. Wie tut auch leid jetzt? Ja, aber nicht nur wegen dem Anruf, auch so, dass er einfach gesagt hat, ihm geht's nicht so gut dort. Klingelingeling, klingelingeling. Nicht nur in Kopenhagen klingelt das Telefon, sondern auch am Geisburgheim. Willkommen zu unserem FC-Telefon-Prank. Ich würde den Niklas Hauptmann anrufen. Ärgerlich. Ein schneller Dreh. Ja, das war nix, ne? Ja, ich würde die gleiche Story mit dem Jannis Horn einfach probieren. Der ist normalerweise 24-7 am Ende. Maschine! Rudi, was geht? Ich bin gerade hier im neuen Haus. Weißt du, wir ziehen morgen um. Ja, schön. Freut mich. Ja, aber das Ding ist, wenn du 5 Jahre in Köln warst, ne? Bist verwöhnt, ne? Ist halt schon ein Unterschied. Ja. Ja. Bei dir, was geht? Ja, solange es keine Schimmelbude ist, ist ja alles in Ordnung eigentlich. Ja, bei uns alles gut. Nee, ich wollte auf jeden Fall noch mal alles Gute wünschen, auch für den Wechsel, dass alles so klappt. Ja, auch so hoffe ich natürlich, dass ihr alles schon gekauft habt für euren Nachwuchs. Dinosaurier, Schnuller, keine Ahnung, was nicht alles anfällt. Ja, wir sind jetzt gerade dabei. Jetzt geht's halt los, ein Kinderzimmer einrichten und so. Ja, aber macht ja Spaß auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Bei euch, wie läuft's? Ja, soweit gut, ne? Weißt ja, Halligalli ist bei uns. Sind natürlich jetzt auch die ganze Zeit unterwegs, international und so. Schauen wir mal. Bist ja zum Glück weggekommen mit deiner Flugangst, oder? Ja. Bin weggekommen, ja. So, jetzt aber mal Pressing hier im Internet. 2 Kontakte, Klicks. Liken und abonnieren. Danke euch. Danke euch und weiter geht's. Bei euch jetzt ein paar Verletzte, ne? Ja, ein paar Verletzte. Jetzt natürlich, wenn wir dann die nächsten Wochen sehen, wenn wir die französische Riviera machen und keine Ahnung, ist natürlich schwierig, ne? Ist nicht ganz so einfach. Im ohne Scheiß Donnerwetter, ehrlich. Also ich dachte schon, Baumgart wäre harter Trainer, so, ne? Ist ja schon ordentlich trainiert, aber du kannst es nicht vergleichen. Wir machen jedes Training einfach 3x 15 Minuten 11 gegen 11. Das ist ja fast wie so ein Showfix. Das ist ja schon, jeden Tag ist das, oder was? Ja, auf jeden. Ich melde mich auch mal, wenn ich wieder in Köln bin. Ja, kommst du mal rum, dann können wir mal was essen gehen. Ja. Hier, Schnecken fressen und gut ist. Gerne. Super. Ja, gerne. Kommt mal rum. Wir sind ein, zweimal die Woche in Köln dann noch und dann passt das. Wird mich freuen, Bro. Sehr schön. Ja, dann sag mal liebe Grüße, alles gut euch. Richte das Haus schön ein und dann hören wir uns, gell? Ich melde mich. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hat ja gar nichts gecheckt. Ja! Willst du noch überhaupt, oder? Hä? Wenn wir davon überhaupt die Hälfte ausstrahlen können. Also ich rufe jetzt Kingsley Isobue an. Easy, mein Freund. Was ist los, Bruder? Hast du 5-6 Minuten Zeit für mich? Ich wollte mich noch von dir verabschieden, ey. Hast du noch kurz Zeit? Ich wollte mich noch von dir verabschieden. Wie geht's dir? Kannst du schon Italienisch? Nein, kann ich noch nicht. Ja, aber hab ich. Du hättest doch jetzt so viel Sprachen gelernt mit uns, international in Prag und in Düren und sowas. Klar, Bruder, klar. Warte mal kurz, hier fährt gerade Tatütata an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber Polizei ist gerade vorbeigefahren. Jetzt hab ich keinen mehr, der mir die Handschuhe kaputt schießen kann im Training. Hab die heute vermisst. Heute wäre genau deine Übung gewesen. Aus spitzem Winkel mir ins Gesicht schießen. Ah, Junge, ich hab die auch vermisst, Junge. Die laufen wie nur. Ja, wir laufen doch auch nur. Na, aber hier ist noch mehr. Hier ist kein Aufbau. Hier ist einfach Laufen, Laufen. Halleluja. Scheiße. Ja, es ist wirklich Halleluja hier. Oh, Chancentod Isobue in Italien. Junge. Gewiss. Bring mir wieder zurück, bitte. Ja, vielleicht komme ich ja irgendwann mal zu dir. Ich studiere ja Tourismusmanagement. Vielleicht arbeite ich ja mal in Italien. Komme ich zu dir? Ja, bitte komm, bitte. Da können wir zusammen Froschschenkel essen. Ist Spezialität in Italien, falls du es noch nicht wusstest. Genau, weil ich vermisse dich jetzt. Ja, dich fasst keiner mehr an, ne? Ihr fasst keiner mehr an. Ich wollte mich einfach nur von dir verabschieden. Weil da war letztens so wenig Zeit, weißt du, und dann habe ich gedacht, komm, rufst du meinen Freund nochmal an.
Wow, du bist ganz, ich sag dir ganz ehrlich, du bist ganz nett, Mann. Ja, natürlich. Das ist ganz, ich muss ehrlich sagen, das ist ganz, ganz, ganz nett von dir. Ja. Aber, ey, Kippis. Ja? Wenn ich zurückkomme. Dann? Dann schreibe ich dir auch, weil ich muss noch 40 Euro bezahlen. Na, die schenke ich dir. Nein, ich würde das bezahlen, ich würde das bezahlen. Okay, aber wenn du nicht zum 4.9. pünktlich bist, dann doppelt, ne, weißt du? Ich vermisse dich, Junge. Das ist gar nicht besser, Junge. Das ist ganz anders hier. Ja, natürlich. Hast du gedacht, das ist überall so schön wie mit mir, oder was? Ja, ich muss ehrlich sagen, da war ganz. Ich muss ehrlich sagen, manchmal, wenn du wirklich weg bist, dann weißt du genau, was du vermisst hast. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich das. Aber kriegst du schon hin. Kriegst du schon hin. Sind ja nur 4 Jahre. Ja. Ey, Kippel, ich sag dir ganz. Wenn ich zurückkomme, ich sag bitte gegen Trainer, lass mich noch einmal trainieren. Wir brauchen gerade einen Rechtsverteidiger. Warte, wir haben jetzt 2:30. Fast noch ein paar Stunden. Bis 18 Uhr. Darfst du mal eine Woche bei mir wohnen? Ich habe jetzt ein Kind, weißt du, muss auch bespaßt werden. Ihr seid so, ihr habt den gleichen Humor, weißt du? Genau. Aber das mache ich gerne. Das liebe ich. Ja, ich weiß. So, wenn die Kinder spielen. Das kann ich für dich machen. Aber gut, wie war Training heute? Gut? Ja, wie immer, ne? Leicht anstrengend. Ja, mein Club, es passt gut out auf deinen Server. Ja, mach ich. Danke für Anrufen, mein Weg. Gerne. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so leicht für mich zu sagen, aber ich liebe dich. Ich bin schon verheiratet, aber sonst wird dem allem nichts im Wege stehen, easy. Easy, mach's gut. Bestell eine Margarita für mich mit. Was? Bestell eine Pizza für mich mit. Mach ich. Ja, irgendwann machen wir mal FaceTime oder Zoom-Meeting oder sowas. Also, easy, mach's gut. Mach ich jetzt. Mach's gut, Bruder. Also, ciao, ciao. Das war ein bisschen unangenehm, dass ich ihn nur deswegen angerufen habe. Ich hätte ihn aber bestimmt auch so mal angerufen. Aber so eine gute Runde hat er ja auch noch nicht, oder? Super, klasse, schön.